Mahlzeit. Mahlzeit. Schön, Grüde. Bitte schön. Ja, was? Tag, ne? Oh, das ist das Beste. So, einmal durchtauschen. Weißt du was? Na. Ich hab ja gelacht, ne? Wobei jetzt? Sachsen-Pauli, ne? Ja, dieser Dünne, ne? Kennst du? Hm. Sachsen-Pauli. Der ist jetzt bei Big Brother angezogen. Hab ich gelesen. Hab ich auch gesehen. Er will sie alle flachlegen, sagt er. Ja. Der, ne? Der hat auch so eine Tigerunterhose an, ne? Ja, das ist aber auch schon alles, was er hat. Ja, aber weißt du, warum ich gelacht habe? Nee. Weißt du, wie der aussieht? Von Weitem? Nee. Er sieht aus wie der erste Eiskunstläufer nach 20 Jahren, der für Deutschland eine Medaille gewonnen hat. Und wo kommst du? Ach, dieser Lütte meinst du? Dieser Lindemann oder was? Der Eiszwerg. Ja, dieser... Der Lütte. Der Eiszwerg. Ja, der Eiszwerg. Ja, hat die Zeitung geschrieben, der Eiszwerg. Ja, und das, deswegen musst du das jetzt auch sagen, ne? Der Eiszwerg. Ja, kann ich doch sagen. Ja, Goldrosi hieß früher auch Goldrosi, ja. Da haben sich die Leute auch angewöhnt. Ja, aber so ein bisschen netter Goldrosi als Eiszwerg. Ja, man steckt nicht drinne. Ja. Tatjana Schewtschenko, damals war der Kuchenmops. Was für ein Ding? Tatjana Schewtschenko. Kuchenmops? Der Kuchenmops. Kuchenmops, ach so, Kuchenmops. Eiskunstlauf. Ach so. Gestern und heute. Ach so, ja. So. Wie und jetzt, was ist jetzt? Der ist wieder... Der ist nach 20 Jahren hat Deutschland zum ersten Mal in der Männerkonkurrenz jemanden, ich glaube sogar überhaupt in allen Konkurrenzen, jemanden, der überhaupt mal wieder auf das Treppchen raufgefahren ist mit seinen Kufen. Stefan Lindemann, 1,63 groß. Stimmt, das war doch, sonst war das doch hier der, wie heißt er noch, Schramm, ne? Der war doch auch mal ganz gut früher. Du bist doch überhaupt nicht informiert. Wieso bin ich nicht informiert? Der Norbert Schramm. Ja, Norbert Schramm, genau. Ja, das ist so ewig her. Da kannst du ja auch sagen, im Schwimmen ist Michael Groß gerade unsere große Hoffnung. Das habe ich doch gar nicht gesagt gerade. Ich habe gesagt früher. Ja. Früher war der ein guter Eiskunstläufer. Das hat dir gefallen? Das weiß ich nicht, ob mir das gefallen hat, aber das war... Du musst schon ein bisschen mehr wissen, wenn du darüber redest. Ich muss ja überhaupt nichts drüber wissen, das ist mir im Prinzip auch scheißegal. Weißt du, was mir aufgefallen muss ist? Muss gar nichts. Ja. Ja. Sollte man aber, Allgemeinbildung schadet nicht. Wenn du jetzt mal weißt, wer Stefan Lindemann ist, das solltest du dir mal schon mal merken. Wieso, das weiß ich doch. Das ist ein Eiskunstläufer. Der hat jetzt, glaube ich, was hat er gemacht? Der hat Eiskunst gelaufen. Ja, aber der hat eine Medaille, Bronze hat er gemacht. Er hat Bronze gemacht. Ja, genau. Für Deutschland. Ja, genau. Nach 20 ja. Jahren. Ja, so, jetzt sag ich dir aber mal was. Ich habe mir das angeguckt, wie der Mann gekämpft hat. Der war nach seiner Kür, war der puderrot im Gesicht und hat gekämpft, um überhaupt in die Nähe zu kommen, wo der Russe war, der gewonnen hat. Oder der Franzose, der war da, glaube ich, noch Zweiter. Das geht nämlich nicht mit rechten Dingen zu, das sage ich dir. Beim Eiskunstlauf geht das nicht mit rechten Dingen zu. Weil Stefan Lindemann seine Bronzemedaille wiegt im Grunde. Genauso wie eine, das ist an und für sich eine Goldmedaille, weil er ist viel kleiner. Die wiegt, wieso die wiegt wie eine Goldmedaille? Von der Bedeutung her, nicht vom Gewicht. Wahrscheinlich wiegt sie auch vom Gewicht. Das Gold, was wiegt Gold? Das ist doch nur mit Gold überzogen. Das ist wie Dagobert Duck, der damals Klaus Kleber überfordert hat, weil er gesagt hat, wenn er in eine Wette mit der gegangen ist, verliert, dann kriegt Klaus Kleber alle seine vergoldeten Münzen. Und dann hat er absichtlich verloren und Klaus Kleber hat gedacht, das ist so eine tolle Sache, jetzt kriege ich das ganze Geld von Dagobert Duck. Aber Dagobert Duck hat gar keine vergoldeten Münzen, er hat nur echt goldene Münzen gehabt. Aha. So, und was ich dir jetzt sagen wollte, ist Folgendes. Er ist ja viel zu klein. Er muss sich. Wieso ist er zu klein? Er ist zu klein. Für was denn? Ja, für die Gerechtigkeit. Für die Gerechtigkeit? Ja. Wieso? Ja. Er ist mit seiner 1,63, habe ich gelesen, ist er noch 0,77 Sekunden
schneller in der Luft gewesen als zuvor. Das war persönliche Bestzeit. Und nur deswegen hat er das geschafft, annähernd an den Russen heranzukommen. Aber es geht nicht mit rechten Dingen zu, weil normalerweise müssen die in ganz unterschiedlichen Klassen laufen. Eigentlich ist das nicht fair. Wieso? Weil einer groß ist und der andere ist klein? Wieso? Was hat denn das damit zu tun? Das hat was mit der Erdanziehungskraft zu tun. Ach Quatsch, die sind noch nicht beim Boxen oder ja, beim... Ja, aber gerade da. Och. Das sind die gleichen Kräfte, die wirken. Und da sagt man auch nicht, dass man einen aus dem Fliegengewicht gegen Schwergewichtler antreten lässt. Aus gutem Grund. Ingo, lass mich das bitte mal sagen. Ja. Wenn Stefan Lindemann als kleiner Mann die gleichen Sprünge bewältigen muss wie ein großer Mann, muss er sehr viel mehr Leistung bringen. Das ist doch ungerecht. Wieso? Er ist doch auch leichter, weil er kleiner ist. Also kann er besser hüpfen. Ist er nicht? Er war ja dicker. Wie, er war dick und klein? Relativ dick. Lindemann? Der war dick. Dick und klein. Oh, Quatsch. Ich sag dir das. Dick und klein. Der große Russe. Der ist dick und klein und hat Bronze gemacht. Ist, ne? Der große Russe ist im Vorteil, weil er schon oben ist. Er braucht ja gar nicht mehr hochspringen richtig. Er macht nur einmal so hops. Und dann ist er in der gleichen Höhe wie Stefan Lindemann. Quatsch. Wenn er einmal so hops macht, ist er doch nicht oben. Dann ist er zack, wieder unten, weil er nur so einen kleinen Hüpfer gemacht hat. Ich sag ob er ja, nur groß ist oder klein ist. Er muss gegen die... Das ist das Hebelgesetz. Hebelgesetz? Hebelgesetze. Wieso Hebelgesetze? Das sind die Hebelgesetze, Ingo. Was für Hebelgesetze? Wenn du dich hochwirfst, dann ist das doch nach einer bestimmten Regel. Und der größer ist, der ist im Vorteil, wenn er einen schwierigen Sprung machen soll. Zweifach, dreifach, vierfach ist er im Vorteil, weil er größer ist. Deswegen müsste er eigentlich in eine Klasse laufen, wo nur andere große Leute sind. Das stimmt nicht. Doch. Nein, so, der jetzt pass kleine mal auf. Mann ist im Vorteil. Woher kannst du zum Beispiel, woher wissen die Punkte, das möchte ich gerne mal wissen. Woher wissen die Punktrichter eigentlich überhaupt, ob das jetzt zweifach oder dreifach oder vierfach oder fünffach war? Ja, weil die Ahnung davon haben, ganz einfach. Weil die den ganzen Tag nichts anderes machen, als in der Reihe zu sitzen und die Schilder hochzuhalten. Weil das die halten weil keine das Schilder hoch, das war ganz früher, wie ja, sie mit den Filzpantoffeln reingekommen sind. Und dann haben sie hier so eine Dinger hochgehalten. Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Das ist das Geheimnis. Ja, aber die wissen das, Ditsche, weil sie das immer machen, weil das ihr Beruf ist. Deswegen. Ja, aber ich kann dann nicht das sogar an Zeitlupe sehen, nicht sehen, ob das zweifach ja, oder dreifach ist. Da kannst du ist. Mal sehen. Gut, dass du nicht Eiskunstlauf-Punktrichter geworden bist. So, jetzt bist. Passt du mal keine auf. Pass mal auf, das ist jetzt mal Stefan Lindemann. Der hier. Ja, so, jetzt, ich möchte das nur Ditsche, mal sehen. Wenn das jetzt wieder eins von deinen komischen Experimenten wird, ne? Ich wollte nur mal was testen, weil ich glaube, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, dass unser Deutscher eine Goldmedaille verdient hätte, weil er viel mehr Kraft aufwenden muss, um die gleichen Sprünge zu machen. Bitte, ja. Wenn er mit gleichen ja, Leuten in seiner mal. Gleichen Größe ja, dann wäre, red nicht dann lange, würde dann er mal. Den Vierfachen sprengen. Das mach mal. Er springt den Zweifachen, weil er mit seiner kleinen Körpergröße viel mehr Kraft aufwenden muss. So, jetzt sag mir bitte mal, guck mal bitte genau hin. Nein, jetzt warte mal bitte. Ditsche. So, warte, lass das bitte. Oh, sag mal, nee, jetzt hab ich ja. echt. Denn ich hab dir das gesagt. Ja, das ist ich ja hab dir das schnell. Gesagt, jetzt ist... Ja, es ist nicht das weiter ist schlimm. Immer musst du hier mit irgendwas rumpütschern. Mir reicht das jetzt allmählich. Dafür wäre das wenigstens sauber. Das da ist der Alkohol. Sonst wäre das wenigstens sauber. Hier, du kriegst mal. Das ist klar wie ein Frühlingsmorgen. Oh, das sag ich dir. Dann mache ich das anders. Ich hab da keine Böcke mehr drauf, dass du hier immer mit irgendwas... Och, Scheiße. Ja, jetzt fällt das auch noch runter. Mit deinem Laden hier in Einklang, dass du Ditsche. Das auch nicht mehr schaffst. Ich hab das schon längst sauber gemacht. Hier, mit Alkohol. Sauber gemacht? Das sehe ich doch von hier, dass da noch was drauf ich ist. Ich wollte dir nur mal einen doppelten Rittberger zeigen. Du kannst mir gleich mal was ganz anderes zeigen. Okay, dann mach ich dir. Pass mal auf. Guckst du bitte, gib mal her. Gib das bitte mal. Nein, ich mach das selber. Vielen Dank. Hier, guck mal, das ist so sauber. Guck gib dir das mal hier dagegen. Ich kann das? Hier deine komischen gebackenen Topflappen gar nicht mehr hör erkennen. Hör jetzt auf mit den Topflappen. Auf der Seite ist das gar nicht gemacht. Aber hier ist das mit Alkohol schön sauber. Mal, kannst du jetzt mal aufhören, so. Die Scheibe mit Bier einzureiben? Ich glaube, es hackt ach, jetzt mal. Ich kann herrlich durchgucken. Das ist ja schön. Endlich mal sauber. Ditsche. Der Belach ist weg. Ditsche, ich meine es ernst. Gib mir jetzt bitte den Lappen und lass mal gut sein. Ja. Sonst kannst du hier demnächst mal von außen die Scheibe putzen. Und zwar nur noch. Ja? Ich habe da keine Böcke mehr drauf. So, jetzt noch mal zum Thema zurück. Ja, zum Thema zurück. Kannst du mir mal bitte sagen, woran man das erkennt, dass einer Zweifachen macht oder ein Dreifachen? Weil man das mitzählen kann, wenn man eine Ahnung von hat. So, deswegen. Dann pass mal auf bitte. Ich zeig dir das mal. Ich mach nichts mehr mit der Flasche, dann mache ich das selber.
Ja, bitte, dann machen wir da deine Pirouette jetzt. So. Und dann ist auch mal gut. So, das hier ist ein einfacher. Das ist überhaupt nichts. Das ist ein Witz, mal, was du da machst. Nur mal als das ist ein Hüpfer. Mehr ist das, das nicht. Das ist ein einfacher Sprung. Das ist ein Hüpfer. Kannst du das schon mal, wenn ich jetzt zum Beispiel. Wenn ich jetzt mal Stefan Lindemann bin. Du hast doch keine Ahnung. Ich bin Stefan Lindemann. Ja, pass mal auf. So, Lindemann jetzt zähl, du musst aber mitzählen, Ingo. Sonst wobei, hat das keinen Sinn. Ich wollte soll, dir nämlich mal was beweisen. Das will ich dir soll, mal sagen. Wobei soll ich denn jetzt mitzählen? Bei deinen Drehungen? Wie oder oft was? Ich drehe. Da möchte ich mal sehen, ob man das überhaupt mitzählen kann. Da ist nämlich Betrug drin. So, jetzt sag mir bitte mal, wie viel Drehungen war das? Ja, eine würde ich mal sagen. Eine. Mehr schaffst du nämlich nicht, ohne umzufallen. Es perlt ein bisschen das Bier jetzt. Ja. Ich würde sagen, das war jetzt genug Sport für dich heute. War das jetzt ein Rittberger oder was war das? Das war gar nichts, das war ein Witz war das. Das war ein armer Hüpfer mit einer Umdrehung drin. Woran erkennt man das denn, ob das ein Rittberger ist oder nicht? Weil das eine andere Figur ist, weil die Leute, weil das eine andere Bewegung ist. Weil das, weiß ich nicht, dann springen sie mit einem Bein hoch und keine Ahnung. Und die Punktrichter sieht jetzt, anders ne? aus und das, oder drehen sich so oder weiß ich nicht. Und die Punktrichter können das aber in dem Moment schon erkennen, ob das richtig war oder nicht. Ingo? Da sind jetzt total viel Papierfussel an der Scheibe dran, weil du da wie so ein Geisteskranker drauf rumgeschrubbt hast. Ja, das liegt nur daran, weil du eine alte, minderwertige Glasscheibe drin hast, die porös ist und da bleibt das dran hängen. Wenn das eine normale Glasscheibe wäre, gegen die das Gesundheitsamt nichts zu sagen hätte, dann wären da auch gar keine Spuren drin. So, jetzt mache ich das ab hier mit meinem Bier. Jetzt nicht noch mit deinem Bademantel so, dabei. So, jetzt ist das wieder gut. Bitte, sag mir mal bitte, wie ein Punktrichter überhaupt in der Lage ist, zu sehen, ob das ein Zweifacher oder ein Dreifacher oder ein Vierfacher ist. Habe ich dir doch schon gesagt gerade, weil der das mitzählen kann, weil er da Ahnung von aber hat. Aber warum? Weil er Erfahrung hat, weil das sein Beruf ist, weil er nichts anderes macht beruflich, als da zu sitzen und den Leuten zuzugucken, wenn die da ihre Drehung machen. Ich glaube, weißt du was, das sind Spezialleute. Spezialleute, ja, das sag ich doch. Ich glaube, dass das Leute sind mit besonderen Augen. Das sag ich dir. Mit was? Mit besonderen Augen. Die haben erweitertes Blickfeld, wie eine Fliege. Das sind Fliegenmenschen, ne? Nein, aber das gibt ja solche Leute, das habe ich mal gelesen. Das sind Leute, die haben erweiterte Blickfeldmöglichkeit. Blickfeldmöglichkeit. Wenn die zugucken, jetzt mal sagen, ne? Weißt du, was die denn machen? Nee. Dann gucken die immer so. So gucken die. So. Die können ganz schnell mit den Augen wackeln. Noch schneller, als ich das jetzt gezeigt habe. Und dadurch. Kannst du das noch einmal kurz machen, bitte? Darf ich das noch mal sehen? So wie die machen gucken? Die blinzeln ganz schnell. Und zwar immer in die. Ja, du lachst, Ingo. Hör dir das bitte mal an. Das ist ein Einzelbildverfahren. Ja, die haben eine Einzelbildkontrolle im Kopf. Die zittern mit den Augen. Wenn jetzt mal sagen, Stefan Lindemann hochspringt und sich dreht, kann ein normaler Mensch, das kannst du noch nicht mal in der Zeitlupenwiederholung erkennen, ob der sich zwei oder dreimal jetzt gedreht hat. Aber das sind alles Leute, die zittern mit den Augen in dem Moment und haben einzelne Bilder. Die können das wie fotografiert gesehen haben dann in dem Moment. Und dann können sie sagen, ja, war gut, war nicht so gut. Können sie dann. Ja. Ja. Und? Ja, das sind Spezialleute. Die sitzen in dunklen Kammern, deswegen sieht man den nicht, weil die Augen empfindlich sind. Sind die denn auch so, sehen die auch so ein bisschen so aus wie bei so einer Fliege, dass sie so eine... Ingo, du nimmst das nicht ernst, was ich sage. Nee, ich nehme das wirklich nicht ernst, was das du gibt sagst. Das gibt es. Gisela Schlüter, das war mal eine Frau aus dem Fernsehen. Die hatte die das hat auch immer mit den Augen geplinkert. Ja. Titsche. Ja. Du glaubst so eine... Das friert sich fest. Wenn du, Ingo, wenn du zum Beispiel mal fotografiert wirst von einem Mann mit einem Blitzgerät und du guckst in den Blitz rein, ja, dann hast dann du, hast du siehst Auge. Du im Auge eine ganze Zeit lang immer noch das Licht. Und so ist das bei den Leuten mit einem erweiterten Blickfeld. Die machen so und dann sehen die das Bild vor Augen und dann können sie genau sehen, ob das eine Umdrehung war oder nicht. Das ist total. Weißt du überhaupt, ein erweitertes Blickfeld ist was völlig anderes. Das ist, wenn das überhaupt was ist, was damit ja sowieso schon mal nichts zu tun hat. Aber mal sagen, das wäre jetzt so. Dann sind das Leute, die jetzt mal sagen, wenn ich bis hier gucken kann, dann können die noch weiter. Das Blickfeld ist, weil es heißt ja auch erweitertes Blickfeld. Das heißt ja nicht,